Freunde, willkommen zu einem neuen Abenteuer auf meinem Kanal. Ich möchte euch wieder was ganz Spezielles vorstellen. Ich habe wieder was richtig Pipi-Feines für euch gefunden. Und zwar, man sieht es schon im Hintergrund, ein verlassenes Kloster mit Kapelle. Das Kloster wurde 1910 erbaut und diente als eine Art Erholungsheim für Kranke und Verletzte. Als die Russen 1945 im Anmarsch waren, vertrieben sie das ganze Personal und beschlagnahmten das Haus und brachten ihre verwundeten Soldaten unter. Als sich die Russen 1946 zurückzogen, hinterließen sie eine Ruine. Es kamen danach wieder die vertriebenen Klosterschwestern zurück und renovierten das Gebäude. Bis 1981 war es ein Mädchenheim. Was danach war, da konnte ich leider keine genauen Informationen dazu finden. Seit 2008 steht es leer und wird nicht mehr benutzt. Und ich mache mich jetzt auf den Weg wie immer und dann schaue ich mal, ob ich überhaupt reinkomme in das Gebäude, denn es sieht noch ziemlich schön aus. Also ich glaube, es wurde nur sehr wenig randaliert in diesem Gebäude. Und dann schauen wir uns alles von innen an. Hoffentlich ist überhaupt noch etwas drinnen. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ich habe noch kein Video zu dem Ort gesehen. Und ja, und dann stürzen wir uns einfach ins Abenteuer. Jetzt gehe ich aber hier langsam mal runter. Ihr seht schon, das ist alles irgendwie so zugewachsen. Hier war mal irgendwie ein Weg oder ich weiß auch nicht, was da genau war. Und hier im Hintergrund kann man es schon sehen, das Gebäude. Das sieht ja richtig irgendwie düster aus. Hier ist auch noch irgendwas, so eine kleine Hütte. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Also wie aus einem Horrorfilm mit diesen Schornsteinen und so weiter. Hier sind schon mal Autogaragen, hier ist Müll. Oh, hier sehe ich einen Eingang. Schaut mal her. Hier fehlt so eine kleine Scheibe. Schauen wir mal, da werde ich sicher reinkommen. Aber schauen wir mal, was wir außen noch finden und sehen können. Ob es da noch irgendwas Interessantes gibt. Schauen wir mal, ob diese Autogaragen noch offen sind. Nein, die sind leider alle verschlossen. Und die wahrscheinlich auch. Schauen wir mal, was da drin ist. Die Taschenlampe habe ich auch schon herausgepackt. Oh, was war hier? Hier ist nicht mehr viel zu sehen. So eine leere Lagerhalle oder was soll das gewesen sein? Alles voller Spinnweben. Da gehe ich lieber nicht rein. Was war das hier? Oh, alles voller Spinnweben. Wo geht es denn hier? Ach so. Nein, das war nur so ein Abwasserrohr, oder? Ja. Hier war wahrscheinlich der Haupteingang. Jetzt schauen wir mal, hier ist schon ein Fenster offen. Da ist schon wahrscheinlich irgendwer mal reingeklettert. Schauen wir, ja, das ist wirklich offen. Da werden wir jetzt reingehen und dann schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Gehen wir mal rein da in die Olga. Jetzt fliege ich da rein, du. Ich hört mich da aus. Und der wackelt ja, fliegt ja auch schon alles. Sessel, jawohl, läuft bei mir. Und so leicht sind wir schon drin. Hier riecht es auch richtig so nach Kirche, nach so Weihrauch oder irgendwas. Kennt ihr diesen Kirchengeruch? Schauen wir mal, die Taschenlampe ist wieder heraus. Dann sehen wir uns einfach mal an. Hier sieht es aber unheimlich aus. Wir sind eh gleich im Keller. Okay, hier wurde schon ein bisschen irgendwas runtergeschmissen. Was ist oben? Boah, da geht's weit rauf. Da haben wir wieder jede Menge zu erkunden. Das weiß ich jetzt schon. Kesselraum. Oh, ja, ist eh offen alles, oder? Boah, das sieht ja wie neu aus fast. Kann man sagen. Hier ist sogar noch das Holz drinnen. Also hier diese Lichtschalter. Es passiert nichts. Also der Strom ist leider nicht vorhanden. Ah, hier war wahrscheinlich so ein kleines Gewächshaus, wenn es mich nicht täuscht. Oder hier waren so die Blumen und das Zeug. Hat auch sicher richtig gut ausgesehen. Die Türe ist verschlossen, da wollte ich vorhin reingehen. Jetzt gehen wir hier raus und dann schauen wir uns noch die anderen Räume an, was hier ist. Aber der Gang, schaut euch diesen Gang an. Das macht schon ein bisschen Angst hier. Hier komplett dunkel, man sieht gar nichts, weil er so extrem lang ist. Aber jetzt schauen wir, was ist hier. Ah, hier wurde die Türe zugenagelt, damit keiner reinkommt. Spiegel zerbrochener, oh je, der wird 7 Jahre Unglück haben, der ihn zerbrochen hat. Hier ist eigentlich
alles leer, kann man sagen. Außer so ein paar Schränke sind noch über. Was ist hier drinnen? Ein Tisch. Und auch so ein paar leere Schränke, nichts Besonderes. Da hängen sogar noch die Schlüssel, wie ich diese Details liebe. Das erinnert mich wieder so richtig an die Großeltern, die hatten sowas. Diese alten Schränke. Was ist hier? Was war denn das hier? Gesangsbücher, oder? Lobe den Herr, den Mächtigen, lobe ihn, o Seele, vereint mit den Königen der Ehren. Irgendwas. Hier sind so Blumen, wahrscheinlich alles so Dekoration und so Zeug. Hier sind so Nummernschilder, Gesangsbücher, Gottes Lob. Wahnsinn. Was war das hier? Wie schön sieht denn das noch aus? Boah. Ist sogar noch ein Klavier, oder? Das gibt es doch gar nicht. Sollen wir mal schauen, ob das noch funktioniert? Nein, leider, das funktioniert nicht mehr. Es ist zwar eingeschalten, aber funktionieren tut es nicht mehr. Wahnsinn, schaut euch das mal an. Hier sind noch irgendwelche Bücher, was steht hier? Deutsche liturgische Messe. Und die sozusagen Öffnungssaal oder so irgendwas. Wahnsinn. Leute, schaut euch mal diesen Saal hier an. Der sieht wie neu aus. Da ist überhaupt nichts. Außer so ein bisschen Laub und so weiter, so Dreck am Boden. Aber hier wurde Gott sei Dank nicht randaliert. Der sieht wie neu aus. Wow, also da ist man ja echt sprachlos. Hier wurde irgendwas so ein bisschen herumgeworfen oder ist hier irgendwas runtergefallen. Liederex 1981. Schaut euch das Fenster an, wie schön das noch aussieht. Wahnsinn, also sowas sieht man ja wirklich nicht alle Tage. Ist das jetzt der schönste Lost Place, den ich jemals gesehen habe. Also diese Halle ist ja wirklich wie neu, kann man sagen. Das erinnert mich so richtig zurück an die Kindheit. Ich bin ja am Land aufgewachsen. Wir sind mit der Schule immer in die Kirche gegangen oder ja auch privat am Wochenende. Wow, Wahnsinn, das waren echt noch schöne Zeiten. Jetzt werde ich einen Stock raufgehen und mich Stock für Stock durcharbeiten und schauen einfach, was uns so erwartet. Hier war der Haupteingang wahrscheinlich, ja. Ist die noch offen? Ja, die Tür ist sogar noch offen. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich da drin dann eingesperrt bin. Aber ja, die ist eh verschlossen, das habe ich schon vorher überprüft. Hier sind noch jede Menge Schlüssel am Boden. Ich weiß nicht, für welche Türen die gedient haben. Hier oben ist sogar ein Vogelnest. Also Vögelchen haben wir oben auch. Das ist immer gut, wenn man sowas sieht, also dass ein Nest ist oder Vögel, dann braucht man sich nicht bei jedem Geräusch sofort in die Hose machen. Oh, was ist hier? Eine Puppe oder was? Mei, wie süß. Was ist denn das hier? Zucker oder was? Hat hier irgendwer Zucker gezogen? Die Puppe hat auch ein bisschen Zucker gezogen. Schauen gut aus, oder? Wir zwei. Ich finde das immer so lustig bei den ganzen Urbexern, also nicht bei den ganzen, bei manchen Urbexern, die machen dann immer so Horrorgeschichten aus diesen Lost Places, so irgendwie in den Titeln Geister, was weiß ich, irgendwas, Leichen im Keller, bla bla bla. Und dann sieht man sich das Video an, absolut gar nichts von dem.
Das ist immer ja, so witzig. Steht denn hier nur für Strahler? Was das wohl bedeutet? Die irgendwie eine Chemotherapie gehabt haben oder so vielleicht. Die Tür ist wieder vernagelt. WC. Hoffentlich bricht da nichts ein. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ah, das ist so zum Ausklappen, wahrscheinlich so Sofa und Bett in einem. Hier steht ein Bett. Es sind noch so zwei Telefone, was ich sehen kann. Ein uraltes, boah, das hatten wir sogar auch zu Hause. Genau das gleiche Modell früher. Das gibt's doch gar nicht. Und das hier, was ist denn das für eins? Also hier konnte man irgendwie zusperren oder so. Das ist sogar noch angeschlossen. Gott im Spiel. Was ist denn das für ein Heiliger? Weiß das irgendwer? Hier am Boden nimmt so eine Skizze oder was ist das? Ein Grundriss vom Gebäude. Ich habe Maurer gelernt früher. Wir mussten immer sowas in der Berufsschule zeichnen. Wow, das war immer ätzend. Was steht hier? Ah, hier ist ein Datum. 10. Juli 1987. Achso, hier ist der andere Eingang von der anderen Seite. Genau, da waren wir draußen, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Aber da hat irgendwer alles schon zugenagelt. Da hat irgendwer genagelt, wie ein Weltmeister. Das war es jetzt mit diesem Stock, also mit dem Erdgeschoss ist das, glaube ich. Jetzt haben wir aber noch zwei Stöcke vor uns. So, und ah, was gibt es zu sehen? Ein Graffiti. Das darf ja nicht fehlen. Was ist hier? Lauter Zeug ausgeräumt. Gehen wir dort gleich mal hin. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Interessantes entdecken können. Die Zimmer sind eigentlich alle leer. Hier ist jede Menge Zeug, also alles irgendwie rausgeräumt auf den Gang. Boah, was ist denn hier? Eine Maus am Boden, schaut euch das mal an. Boah, hier schimmelt schon langsam alles. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich irgendwo durchbreche. Aber wie lange liegt denn der schon? Der ist ja total verschimmelt schon, das arme Kerlchen. Hoffentlich sehen das nicht die Chinesen, die machen da gleich Gulasch aus den Armen. Schauen wir mal, was gibt es hier so zu sehen? Irgendwelche Bilder von Kindern, Kassetten, jede Menge Bücher. Ja, alles so Kirchenzeug, auf Christus schauen. Ignatius von Loyola. Und lauter so Zeug, lauter so Kirchenbücher. Albino Luciani. Ihr Ergebener. Der Ritterschlag. Erzählungen für Firmlinge. Schlüssel, alte Kassetten. Ha, schaut euch dieses alte Bügeleisen an. Hier auch jede Menge Bücher. Wer es mit Gott zu tun bekommt. Und so weiter und so fort. Die Hochzeit auf dem Lande. Es wäre echt mal interessant, wenn man sich diese Kassetten ansehen würde, was da oben ist. Dann könnte man so die Leute und die Erinnerungen von damals sehen. Hier sind jede Menge so Kassetten. Ich habe sogar so einen Rekorder für die daheim. Und ja, hier ist noch ein Bett. Ein schönes mit Matratze sogar. Man sieht überall Kot am Boden. Hier diese schönen WCs oder ja, Badezimmer mit diesen richtig schönen Fliesen noch. Die Fliesen, die sehen eigentlich irgendwie noch richtig schön aus. Sehr viel Dreck am Boden oder ist das irgendwie scheiße? Keine Ahnung. Von wo kommt denn das? Von da drüben irgendwo oder was soll das sein? Mäuse oder so irgendwo. Aber hier ist nichts, nur der Dachboden. So eine Lüftung oder was das sein soll. Im letzten Stock angekommen, schauen wir mal, ob es hier noch etwas zu sehen gibt. Okay. Hier sieht es wild aus. Also hier geht es wahrscheinlich zum Dachboden rauf. Hier ist der Lift. Da steige ich lieber nicht ein. Nicht, dass ich dann ganz unten lande. Der Sessel, schaut euch diesen interessanten Sessel an. Das wäre doch so etwas für YouTuber, oder? Die so 24 Stunden Livestreams machen. Die könnten sich so einen Sessel besorgen, da brauchen sie nicht aufstehen. Können 24 Stunden lang streamen, einfach reinmachen, Ende aus, Nikolaus. Kann man da überhaupt drauf treten? Ja, ist ja gemauert. Probieren wir es einfach aus, vorsichtig. Das ist so der Vorteil, wenn man alleine geht, dann ist man viel vorsichtiger, schaut sich alles genau an. Wie wenn man zu fünft oder so unterwegs ist, da läuft man einfach, hihihi, hahaha,
ist am Lachen und dann passiert irgendein Scheiß. Wow, aber die Möbel, die sehen richtig fein aus, richtig schön noch. Und was hier ist? Irgendwas, hier hat man sicher irgendwas gelagert oder so. Wenn es mich nicht täuscht. Gehen wir mal diese Treppe rauf. Hält die mich überhaupt aus? Einfach mal vorsichtig raufgehen, oder würde ich sagen? Schauen wir mal, wo es da rauf geht. Hier ein Lichtschalter, sollen wir mal probieren, ob der funktioniert? Ich glaube nicht, oder? No. Wahrscheinlich hat man irgendwas gelagert. Und hier sind diese riesengroßen Kamine, die hier überall raufgehen. Hier ist einer. Oh, okay, hier ist wieder ein Graffiti. Und ja, was ist hier drüben noch? Ja, auch Kamine und so, ja. Eigentlich alles leer. Bei jedem Geräusch, was man hier hört, denkt man, es ist irgendwer hier. Also die Gedanken spielen echt einen Streich. Hinterlasst mir unbedingt einen Kommentar, wie euch so die Location gefallen hat, würde mich echt interessieren. Das war mal ein echt schönes Abenteuer, also so eine schöne Location sieht man auch nicht alle Tage. Ich werde mich jetzt langsam vertschüssen. Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Auf Wiedersehen und reingehauen.